bin jetzt richtig beschissen. I am not okay. Und ich habe einen fetten DM-Haul gemacht. Und Leute, ich muss sagen, ich fühle mich heute ziemlich einsam. Morgen, meine Lieben. Was geht? Heute ist Freitag, das heißt Wochenende für mich. Und ich habe meine Tage bekommen. Aber ich habe dieses Wochenende trotzdem irgendwie schöne Sachen vor und es wird warm und ich will euch trotzdem mitnehmen. Auch wenn ich ein paar Sachen anders machen werde, als ich es sonst geplant hätte, einfach weil ich meine Tage habe. Ich versuche da schon immer viel Rücksicht auf mich zu nehmen mittlerweile und nicht all in zu gehen. Ich habe wirklich gut geschlafen mit beiden Katzen hier in meinem Bett. Ich habe gerade so eine neue Technik erfunden, dass ich abends wirklich die nochmal komplett auspower und mit denen spiele und die komplett müde mache. Und dann schlafen auch beide hier tatsächlich durch. Und es funktioniert wirklich richtig gut. Übrigens, Leute, meine Haare. Ich habe zurzeit irgendwie so coole Locken. Ich liebe das voll. Ich glaube, ich muss das mal ausprobieren, dass ich mir so Gel kaufe oder so Lockenschaum. Und die auch wirklich mal mit so einem Diffuser föhne und sowas. Ich glaube, ich muss mal so ein bisschen Curly Girl Method machen. Und ich glaube, das könnte voll cool sein. Ansonsten lese ich gerade Magnolia Parks Into the Dark. Der letzte Magnolia Parks Teil. Ich hoffe ein bisschen, dass ich das dieses Wochenende durchbekomme. Weil ich muss einfach wissen, wie es endet. Das Ding ist, es ist ein 700 Seiten Buch, ja. Ich habe jetzt noch circa 200-300 Seiten übrig. 250 Seiten habe ich noch übrig. Und es läuft zu gut. Es läuft irgendwie zu gut. Und ich habe Angst, was in diesen letzten 250 Seiten noch passieren wird. Ich habe wirklich Angst. Falls ihr Magnolia Parks nicht kennt, es ist eine Buchreihe. Es ist quasi wie Gossip Girl, nur in London. Und es geht um eine absolut notorische, unhinged, obnoxious Magnolia, die ich über alles liebe. Sie ist so lustig, der lustigste Charakter, den ich kenne. Und um BJ, mit dem sie zusammen war und dann getrennt war und dann wieder zusammen. Und es ist eine absolut toxische Beziehung und ich lieb's. Ja, und das hier ist so das, der Gipfel ihrer Beziehung. Und mit diesem Buch wird es auch beendet sein. Und man fragt sich die ganze Zeit, werden sie jetzt zusammen enden oder nicht? Und ich habe Angst. Aber die Cover sind einfach wunderschön. Und auch hier hinten. Kleines Reh in der Badewanne. Ich liebe die Cover, weil es sind immer so Anspielungen auf Sachen, die in den Büchern vorkommen. Naja, ich denke, ich werde jetzt einfach noch ein bisschen lesen und gleich mal frühstücken. Und heute habe ich um 13.20 Uhr einen Pole-Kurs. Und es wird spannend, weil es ist der erste Pole-Kurs in einem anderen Studio oder beziehungsweise in diesem Studio. Weil es gibt einfach eine Trainerin, die ich wirklich, ich vergötter die. Ich habe die richtig lang auf Instagram gestalkt, mir alle ihre Videos angeguckt gefühlt und ich möchte von ihr lernen und deswegen fahre ich da heute hin und lerne hoffentlich von ihr was und ich freue mich schon sehr darauf. Ansonsten steht heute noch ein fetter DM-Einkauf an. Uns fehlt gefühlt alles und ja, ich liebe DM-Einkäufe, deswegen freue ich mich da auch sehr drauf. Das war's. Guck mal, der kleine Bobby. Der kleine Bobby liegt auf dem Booknook, was ich einfach seit Weihnachten immer noch nicht aufgebaut habe. Dabei habe ich eigentlich total Bock, das zu machen. Vielleicht habe ich es ja dieses Wochenende mal. Ich meine, ich habe wirklich nicht so viel vor. Spätestens nächsten Monat schaffe ich es. Ich habe nämlich nächsten Monat richtig lange frei. Oh, ich freue mich schon. Und Leute, schaut mal bitte. Es wird einfach immer grüner. Es ist so toll. Dieser Baum hat Blätter. Oh mein Gott. Ah! Es sieht so schön aus. Und der Himmel ist blau. Einfach fantastisch. Ne, Bobby? Ja. Ich habe mir jetzt übrigens überlegt, was ich mit diesem Balkon machen möchte. Und ich werde das hoffentlich demnächst auch umsetzen. Es muss halt alles runter. Da brauche ich Hilfe. Bestechleute einfach mit Pizza bestellen. Und ja, ich habe mir schon so zwei Sitze rausgesucht und eine Lichterkette und so Blumenkübel. Und dann wird das was. Das wird was, Leute. Simpel, aber schön. Und dann kann ich den Balkon gut nutzen jetzt im Sommer. Und du, Bobby? Oh, hallo. Ja, Bobby nicht. Ich werde diesen Balkon, glaube ich, nicht katzensicher machen. Ich glaube, das ist wirklich zu kompliziert, weil es sind halt erstmal so Stangen. Dann muss es ja noch hochgehen. Dann muss hier die Ecke das zugemacht werden. Ich glaube, das wird einfach leider eine katzenfreie Zone, dieser Balkon. Aber dann ist es halt so.
Leute, no cap, seitdem ich die Probiotika nehme, geht es mir wirklich so viel besser. Ich merke das auch immer jetzt nur so, wenn ich sie halt mal nicht nehme oder wenn ich mal richtig scheiße esse, dann fühle ich mich wieder so, wie ich mich früher eigentlich permanent gefühlt habe. Und dann bin ich immer so, ach, es ist schon so viel besser geworden. Falls ihr es nicht wisst, Probiotika sind Bakterien, die für die Darmkultur gut sind. Ja, ich hatte früher einen, ich würde sagen, einen sehr kaputten Darm, also eine sehr schlechte Darmflora. Ich hatte immer Blähbauch, immer Bauchschmerzen, egal was ich gegessen habe. Und jetzt nehme ich Probiotika und achte gleichzeitig natürlich auch auf meine Ernährung. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich irgendwie Probiotika nehme und dann denke, oh ja, es ist jetzt das Heilmittel, jetzt kann ich essen, was ich will. Ich glaube, da kamen ein paar Katzenhaare mit, aber egal. Ich achte auch auf meine Ernährung und versuche eine recht darmfreundliche Ernährung zu haben. Probiotika, ganz wichtig, brauchen auch immer Präbiotika. Probiotika sind die Bakterien und Präbiotika sind Nährstoffe der Bakterien. Und Präbiotika sind Ballaststoffe. So, Ballaststoffe und Präbiotika sind das Gleiche. Also ganz einfach, Leute, ich habe hier Haferflocken und da sind ganz viele Ballaststoffe drin. Und deswegen nehme ich die immer morgens zum Frühstück, esse dann mein ballaststoffhaltiges Frühstück und dann geht's ab. Hier sind auch Leinsamen drin, die sind auch sehr gut für den Darm. Hier ist Chiasamen drin, die haben richtig geil Omega-3. Dann sind hier Datteln drin, die haben gut Eisen, Apfel, Vitamine. Es ist einfach das perfekte Frühstück. Und es ist noch Erdnussmus drin, einfach für den Geschmack, Leute, weil ich liebe Erdnussmus. Und ja, das gönne ich mir jetzt. Die Sonne scheint, ich bin wirklich richtig happy. Leute, nevermind zu allem, was ich bisher gesagt habe heute. Mir ist richtig beschissen. Ich habe Schmerzen, ich will mich nicht mal bewegen und liege hier die ganze Zeit auf der Couch und habe jetzt den Pole-Termin abgesagt. Und es macht mich echt ein bisschen sad, aber ich meine, es ist, wie es ist. Man muss halt auch damit leben, dass manchmal an manchen Tagen das Leben sehr anders spielt, als man es geplant hat. Kennt ihr diesen super humbling Moment, wenn man auf TikTok oder Reels rumscrollt und das Handy einfach ausgeht? Well, das ist mir gerade passiert. Aber eigentlich auch ganz gut, weil ich jetzt aus diesem Scrollen rauskomme. Aber an so Tagen, wo ich mich nicht gut fühle, will ich mich nicht zusätzlich noch schlecht fühlen, weil ich mich dafür judge, was ich mache. Deswegen ist das voll in Ordnung. Ich habe mir gerade eine Wärmflasche gemacht. Ich bin immer noch auf dem Sofa. Und ich denke, ich werde jetzt noch ein bisschen weiterlesen. Wow, ich habe heute viel mehr schon gelesen als gedacht. Hallöchen, meine Lieben. Auch wenn ich noch echt fertig aussehe. Aber mir geht es heute schon viel, viel, viel besser. Ich habe keine Schmerzen mehr und ja, blute auch nicht so stark. Das heißt, heute können vielleicht ein, zwei Sachen in Angriff genommen werden, die es gestern nicht gepackt haben. Und zwar der DM-Einkauf. Und das Wetter ist heute sehr gut. Also heute ist so ein Tag. Es wird unfassbar warm. Und ich hätte total Lust, Inliner fahren zu gehen. Aber da muss ich gucken, ob mein Körper mitmacht. Ich bin heute Morgen aufgewacht und ich wusste, es sind nur noch 50 Seiten oder so. Das waren im Endeffekt 60, aber ich bin auf jeden Fall aufgewacht mit dem Wissen, ich werde es jetzt zu Ende lesen. Und Leute, I am not okay. Ich habe so geweint am Ende. 6 Sterne. Was soll ich sagen? Es ist 6 Sterne. Ich habe eine tiefe Bindung zu den Charakteren aufgebaut, okay? Eine wirklich tiefe Bindung. Magnolia und BJ werden mein forever Lieblingscouple sein. Forever and ever. Ich habe im Kopf, wie ich die Serie umsetzen würde. Ich habe Soundtracks im Kopf. Ich habe Setdesigns im Kopf. Ich habe alles im Kopf. Dieses Buch war einfach toll. Und es war jetzt der Abschluss mit Magnolia und BJ. Ich sag nicht zu viel. Ich möchte niemanden spoilern. Es war auf jeden Fall ein Abschluss. Und dann wird es noch weitergehen mit 2 Daisy Hates Büchern, auf die ich mich auch schon unfassbar freue. Also ein Lebensgrund ist auf jeden Fall da. Jetzt weiß ich aber nicht, was ich als nächstes lesen werde. Ich habe nämlich gerade auf Instagram 4 Bücher gepostet, unter denen ihr entscheiden könnt, was ich als nächstes lese. Ich habe eine recht enge Auswahl an Büchern. Einfach eine Auswahl an Büchern, wo ich jetzt Bock drauf habe oder die jetzt irgendwie passend sind. Einmal Carolville. Das möchte ich schon die ganze Zeit lesen. Ich möchte alle Bücher schon die ganze Zeit lesen.
Who Am I Kidding? Dann The Love Hypothesis von Ellie Hazelwood und Check and Mate von Ellie Hazelwood. Ich habe irgendwie Lust auf so Romance, aber sowas Dünneres, deswegen die beiden. Und ich habe noch auf meinem Kindle Unlimited The Wicked King von Holly Black. Ich habe ja Cruel Prince nicht so sehr gemocht, aber ich würde der Reihe immer noch eine Chance geben. Und ich habe jetzt gerade bei Instagram eine Umfrage gemacht und werde dann gleich nach dem Frühstück oder so oder ein bisschen später, ich weiß gar nicht, wann ich heute noch lesen werde erstmal, werde ich dann später schauen, was gewonnen hat. Und folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, falls ihr solche Umfragen nicht verpassen wollt und mitbestimmen wollt, was ich lese zum Beispiel. Ja, da freue ich mich schon drauf. Und jetzt gibt es erstmal Frühstück für mich. Real Talk, Leute. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Jeans anhatte. Es hat gerade auch eine gute Weile gedauert, bis ich da reingekommen bin. Aber ich fühle mich übel erwachsen damit. Which is good, I guess. I don't know. Meine Haare sind gerade ein bisschen durcheinander. Ich habe gerade kurz was an der Stange gemacht. Weil irgendwie hat es was, Pole Dance mit einer Jeans zu machen. Soll ich mal kurz zeigen, Leute? Seht ihr, was ich meine? Irgendwie hat's was. Die Glückshormone sind high auf jeden Fall heute. Endorphinausschüttung ist da. Schütze ich? Ja. Nicht schlimm. Ich gehe jetzt los zum DM und mache einen kleinen Spaziergang und ich freue mich. Yippie, yippie, yippie. So Leute, ich war draußen. Es war wunderschön. Wirklich, ich habe das Wetter so genießen können gerade. Ich habe so einen schönen Spaziergang gemacht. Die Blümchen waren toll. Und ich habe einen fetten DM-Haul gemacht. I will show you now, was ich alles gekauft habe. Ich liebe DM-Hauls. Wirklich, es tut mir leid, wenn ich euch damit nerve, aber ich liebe, liebe, liebe DM-Hauls. Schon mal im Vorhinein, ich habe sehr viele Haushaltssachen gekauft, die eigentlich ein bisschen langweilig sind, aber ich zeige euch trotzdem alles. Mit welcher Tüte fangen wir an? Ich habe nämlich zwei. Also erstmal habe ich Klopapier gekauft. Das war nicht nur das günstigste, sondern das ist auch recycelbar. Finde ich immer gut. Ich versuche immer so ein bisschen auf die Umwelt auch zu achten. Top. Klopapier braucht man immer, ne? Dann gibt es neue Swiffer-Aufsätze für uns. Mit synthetischem Parfüm. Interessant. Ich wusste nicht, dass das riecht. Aber warum? Warte mal. Ja, the fuck? Aber warum? Ich meine, es wischt doch Staub weg und hinterlässt dann Parfüm? Interessant. Naja, zumindest habe ich die auch gekauft. Dann sind zwei Tees fast leer. Wir haben nämlich immer so einen Buna-Tee und immer einen Bumo-Tee. Ich liebe diese Verpackung auch über alles. Also ich liebe Kappa. Das sind wirklich meine allerliebsten Teesorten, die es gibt. Es gibt noch einen anderen Buna-Tee, den ich eigentlich besser finde, aber der ist auch okay. Hauptsache irgendein. Die hatten den anderen nämlich nicht. Und der English Breakfast Tea. Toll, einfach toll. Glasreiniger für Spiegel, für Fenster. Und Schimmelentferner fürs Badezimmer. Beziehungsweise wir haben immer mal wieder Stellen, die schimmeln, auch an Fenstern und sowas. Vermieter würden jetzt sagen, doch haben sie nicht genug gelüftet. Mein leckeres Erdnussmus. Ich lieb's für mein Porridge jeden Morgen. Ich habe das Gefühl, ich hatte das im letzten DM-Haul auch schon. Es wird schnell leer, okay. Reinigungstabs für meine Knieschiene. Und Leute, ich war kurz davor, es gab nämlich noch so ein richtig großes Paket, welches auf die Stückzahl gerechnet deutlich günstiger gewesen wäre. Aber ich wollte nicht so ein fettes Paket kaufen. Ich hatte mich gefühlt wie so ein Rentner, der halt sein Gebiss jeden Abend da mit sauber machen muss. I mean, dafür ist es auch gedacht, ne? Es ist ein Gebissreiniger. Aber ich benutze es auch für meine Knieschiene. Aber es wäre mir einfach unangenehm gewesen, so ein richtig fettes Paket damit zu nehmen. Deswegen habe ich mir zwei kleinen mitgenommen. Außerdem habe ich letztens gehört, dass man sich Botox in den Muskel spritzen kann und dann knirscht man nicht mehr. Und ich bin einfach so am Überlegen, das zu machen. Aber dann habe ich Feuchtigkeitscreme. Cremeseife. Was? Flüssigseife zum Nachfüllen. Und Leute, ich habe es ehrlich gesagt nur gekauft, weil es mit Magnoliengeruch ist. Und ihr wisst, ich bin obsessed mit Magnolia Parks. Ich habe noch nicht mal dran gerochen.
Machen wir das doch jetzt mal. Riecht gut. Riecht gut. Bodylotion. Ich brauchte eine neue Bodylotion. Und die riecht so gut. Das ist von Alverde. Das ist so eine, ja, Shea-Butter. Wollte ich mal mitnehmen. Hat super gut gerochen. War recht günstig. Und weil mein kleines fürs Gym auch leer gegangen ist, habe ich mir noch eine Feuchtigkeitscreme gekauft. Ich habe nämlich immer dann eine noch in meiner Gymtasche, wenn ich da halt duschen gehe und mich danach eincreme. Will halt nicht immer so große mitschleppen, ihr wisst. Chiasamen haben wir eigentlich auch immer da, deswegen die muss man auch immer regelmäßig aus dem Spülmaschinenfilter rausfischen. Ich weiß nicht, ob ihr das Problem kennt. Wir haben das auf jeden Fall. Und was ich mir noch gekauft habe, eine Spülung für die Haare. Ich benutze eigentlich schon ewig keine Spülung mehr, aber irgendwie habe ich mir gedacht, so warum nicht? Und ich wollte unbedingt was von genau dieser Reihe haben, von Herbal Essence. Die haben nämlich so einen neuen Rosenduft. Die haben auch Shampoo und Haarmaske davon und ich wollte es mal ausprobieren, ob es gut ist, weil es riecht halt einfach so geil. Ich liebe halt alles, was nach Rose riecht. Deswegen musste ich das mitnehmen. Ich habe immer noch keine gute Bodylotion gefunden, die nach Rose riecht. Es gibt eine von Nivea, aber ich fand, die hat zu wenig Feuchtigkeit gespendet. Für meine trockene Haut. Auch für mein Porridge. Kerne und Saatengranola. To be honest, es ist total dumm, weil hier sind auch so Leinsamen und Chiasamen und sowas drin. Manchmal mache ich das rein und manchmal mache ich Chiasamen und Leinsamen einzeln drauf. Aber das cruncht halt so geil. Ich liebe so crunchy Granola-Shit. Toll. Dann habe ich mir ein Serum gekauft, weil meins ist leer gegangen für morgens. Hautbarriere stärkend. Ich fand, das klang gut. Mildert Hautirritation. Das werde ich jetzt morgens immer benutzen. Abends benutze ich etwas mit Niacinamiden und Hyaluron. Also da benutze ich zwei verschiedene Serien. Und jetzt morgens will ich das hier mal ausprobieren. Ich habe aufgehört, so teure Sachen zu kaufen von No Cosmetics, weil ich finde so Balea und Isana, die haben auch gute Sachen und ich will halt nicht mein ganzes Geld für Skincare ausgeben. Desinfektionsmittel zum Austauschen. Hups. Oh, ein Duschgel. Da gab es Prozente drauf. Ja, ich habe das nur mitgenommen, weil auf No Planet B, das ist so eine Brand, keine Ahnung, gab es Prozente drauf und es scheint, also es ist vegan, es scheint nachhaltig zu sein und es riecht auch echt gut. Pfirsichblüte und Hafermilch. Es riecht wirklich richtig, 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 richtig gut. Also ich bin mal gespannt, wie das in der Dusche riecht, aber nicht schlecht, ey. Wirklich nicht schlecht. Richtig langweilig. Müllbeutel. Wirklich. Oh, wofür man als Erwachsener Geld ausgeben muss, ist manchmal wirklich traurig. Und Kerzen tatsächlich, weil unsere leer sind. Hier für den Esstisch. Die leuchten auch echt lange. Also ich habe da noch eine drin, die noch lange nicht leer ist. Es gab zwei verschiedene Farben. Weiß und Champagner. Ich habe eigentlich Champagner gewählt, aber irgendwie sieht es sehr, sehr, sehr weiß aus. Obwohl, wahrscheinlich sind die anderen noch weißer. Keine Ahnung. Aber ja, gute und günstige Kerzen. Und last but not least, wie gesagt, ich nutze jetzt die DM-App. Da gibt es dann so Rabatte und Coupons. Und es gab einen Coupon für Gillette-Rasierer. 50% müsst ihr euch mal geben. Und ich habe letztens in der Dusche gestanden und wollte sowieso mir einen neuen Rasierer kaufen. Und deswegen habe ich jetzt mit diesen 50% zugeschlagen, weil meiner ist schon echt ranzig und alt. Und habe mir Back to the Roots, den hatte ich früher schon immer, den Comfort Glide Spa Breeze gekauft. Und ja, ich freue mich schon voll, den zu benutzen. I don't know, sind so wirklich die kleinen Dinge manchmal, die einen richtig happy machen einfach. Voll die nachhaltige Verpackung, finde ich gut. Ich meine, das ist halt dann komplett in Plastik eingepackt, aber naja. Endlich wieder ein rosa Rasierer. Ich hatte die ganze Zeit diesen blauen, weil das damals der günstigste war. Aber Leute, man muss nicht immer an allem sparen, ja? Lasst mich das gesagt sein. Man muss nicht immer an allem sparen und manchmal hat man so viel mehr Freude an Dingen oder ist einfach glücklicher, wenn man einen Ticken Geld drauflegt. Wie zum Beispiel jetzt bei dieser Pflegespülung. Das war bestimmt nicht die günstigste. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe nicht auf den Preis geguckt. Es riecht gut und es wird mich glücklich machen. Genauso mit dem Duschgel. Da gibt es auch definitiv günstigeres. Aber auch hier, da ist es mir das Geld einfach wert. Oh mein Gott. Nicht um Katzen herum anmachen. Ich habe wirklich so oft Angst, dass Millie und Bobby sich anzünden. Aber bisher ist noch nichts passiert. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Gut, ich räume jetzt die Einkäufe weg. Fülle ein paar Sachen auf. Und mal gucken, was dann passiert.
Literally jedes Mal, wenn ich Klavier spiele, fängt diese kleine Katze einfach an, mich anzuschreien. Also die miaut richtig laut. Und ich frage mich, ob es ist, weil sie das nicht mag, wenn ich Klavier spiele, oder ob sie es mag und mich anfeuert. Which one is it, Millie? Which one is it? Millie, miau doch mal. Miau doch mal. Oh. Oh, ist denn der so schmuselig gerade. Jetzt mal Real Talk. Manchmal habe ich immer noch so eine Anxiety, obwohl ich meine Panikstörung eigentlich schon wirklich losgeworden bin. Danke Therapie an dieser Stelle. Manchmal, an manchen Tagen, ich möchte so gerne in deiner Fahrt gehen, ja? Jetzt ist schon 18 Uhr, bald wird es dunkel. Realistisch gesehen. Müsste ich jetzt los. Ich habe alles fertig. Ich habe eine Sporthose an. Ich habe alles fertiggestellt. Und trotzdem traue ich mich einfach nicht los. Und dann frage ich mich natürlich auch, okay, warum? Wovor habe ich jetzt Angst? Und die Ängste sind auch nicht ganz unbegründet, weil ich habe einfach Angst, gecatcalled zu werden. Ich habe einfach Angst, dumm angeguckt zu werden. Und ja, das ist mir schon passiert hier. Deswegen. Genau da bei der Strecke, wo ich ineinander gefahren bin, waren schon teilweise so unangenehme Typen. Und ich weiß ja auch, dann könnte ich jederzeit gehen und nach Hause gehen. Aber ihr kennt es bestimmt, wenn ihr euch einfach nicht sicher fühlt als Frau. Also wenn ihr eine Frau seid, dann kennt ihr es bestimmt, dieses Gefühl. Ganz egal, ob es hell, ob es dunkel ist, ob nicht. Was mache ich denn jetzt? Gehe ich jetzt trotzdem? Eigentlich muss ich gehen. Eigentlich muss ich gehen, weil ich habe es mir so fest vorgenommen. Beziehungsweise ich habe so Lust drauf. Und ich will mich nicht von meiner Angst bremsen lassen. Vielleicht ziehe ich mir auch einfach noch was drüber. Damit mich niemand catcallt. Damit ich scheiße aussehe. Also beziehungsweise damit ich nichts eng anliegendes anhabe. Let's see. Wir haben halt 23 Grad. Das hier vielleicht. Dann sehe ich nicht mehr ganz so sexy Skater-Girl aus. Das sind so Sachen, über die ich mich halt so abfacke, wo ich mir halt so Gedanken mache. Guck mal, Leute, aber es könnte ja auch sein, ich bezweifle es, aber es könnte sein, dass ich da hingehe und es einfach total leer sein wird. Wisst ihr, was ich meine? Also, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ne? Ich kann ja auch, ich muss ja gar nicht losfahren. Ich kann ja auch einfach wieder nach Hause gehen, wenn ich dort bin und mich nicht wohlfühle. Aber I just wanna try. Und wenn ich nur eine halbe Stunde fahre oder so, ne? So sehe ich jetzt weniger sexy aus. Vielleicht. I am back. Und Leute, es war wirklich gut voll, aber zum Glück nicht mit unangenehmen Menschen, sondern eigentlich nur mit Kindern, die halt auch Inliner fahren wollten. Und ich mache mir gerade mein Abendbrot. Mein Abendessen mache ich mir gerade. Und Leute, ich muss sagen, ich fühle mich heute ziemlich einsam. Vor allem, wenn man draußen so die ganze Zeit Menschen sieht, die zusammen irgendwas machen. Oder wenn man online die ganze Zeit Menschen sieht, die zusammen irgendwas machen. Und man hockt hier so und denkt sich so, sag mal, warum habe ich eigentlich immer noch keine Freunde? Ich bin 26 Jahre alt und habe irgendwie immer noch keinen richtigen Anschluss. Also ich meine, ich habe Freunde, aber das sind halt alles so Freundschaften, weil wir halt alle auch irgendwie busy sind, dass man sich halt eh irgendwie nur so ein, zwei Mal im Monat sieht. Aber dann sehe ich so Leute, die sich halt jede Woche mit den gleichen Menschen treffen und denke mir so, how? Wie macht ihr das? Bei mir ist das halt eben nicht so. Ich habe halt noch irgendwie andere Hobbys. Meine Freunde haben andere Verpflichtungen. But still, sometimes I'm feeling lonely. Ich hätte halt einfach gerne wieder Leute, die halt irgendwie mal spontan fragen, hey, was machst du gerade? Ich komme vorbei. Ist halt in Berlin nicht möglich. Oder auch so mal spontan die Familie sehen. Ich meine, es ist super gutes Wetter und ich war halt alleine draußen. Naja, Leute, es ist wirklich einfach. Ich habe immer mal wieder so Phasen. Und ich weiß auch, dass es Phasen sind. Und es ist vielleicht auch einfach gerade nur, weil alles auf einmal kommt, weil meine Mitbewohner weg sind.
Mein Freund ist nicht da, obviously. Ne, es ist alles auf einmal. Meine Freundin hat keine Zeit, weil sie noch Klausuren schreibt. Ja, vielleicht ist es einfach alles auf einmal und deswegen fühlt es sich gerade so schlimm an. Und eigentlich bin ich gar nicht so einsam und ich hätte auch noch ein, zwei andere Leute bestimmt fragen können. Habe ich aber nicht. So, selbst schuld. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Ich esse jetzt mein Brot mit Ei. Also ich muss sagen, die letzten 2 Wochen bin ich echt on top of my putz game. Hab gerade gestaubsaugt und das Badezimmer geputzt. Staubsaugen tue ich gerade auch so alle 3 Tage, 2, 3 Tage. Es läuft einfach. Ich setze mich jetzt ein bisschen noch an Videoschnitt und gönne mir ein bisschen Schokolade. Ich habe mir so eine Schokolade gekauft. Das ist einfach Ingwer-Limette. Aber es schmeckt wirklich einfach richtig gut. Muss ich einfach sagen. Vom Aldi. Empfehlung. Okay, mach jetzt Videoschnitt, meine Lieben. Guten Morgen, meine Lieben. Ich habe mich gerade schon fertig gemacht, also geschminkt und Haare gemacht oder geglättet, weil heute ist irgendwie total random ein wilder Tag. Eigentlich sollte es kein wilder Tag sein, aber jetzt ist ein wilder Tag. Und zwar fahre ich in 1,5 Stunden ins Pole-Studio. Habe heute 2 Kurse und danach ist noch Eröffnung vom 2. Raum. Unser Pole-Studio hat ja einen Main-Raum und bekommt jetzt noch einen Second-Raum. Auch mit Pole-Stangen und Musikanlage etc. Und ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Und danach gehe ich spontan noch auf ein Konzert. Ein Freund von mir ist in Berlin. Geht auf dieses Konzert, hat noch ein Ticket übrig und ich dachte mir so, why not? Ich kenne den Künstler nicht, aber Live-Musik ist immer gut. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt schon fertig gemacht und schon geplant, dass ich mein Pole-Outfit ja auch als Oberteil fürs Konzert nutzen kann und direkt danach dahin fahre. Ich mache mir gerade einen Kaffee und ich habe dieses Buch angefangen, Leute. Und es ist irgendwie ein bisschen, es ist auf jeden Fall sehr wir am Anfang, habe ich das Gefühl. Ich bin noch nicht so ganz reingestiegen. Ich habe jetzt so 40 Seiten gelesen circa und ich bin noch verwirrt. Aber es macht Spaß zu lesen. Es ist so ein süßes Cover und ich habe mal wieder die perfekten Tabs rausgesucht für dieses Buchcover. Ja, jetzt mache ich mir auf jeden Fall einen Kaffee. Ich glaube, dann mache ich gleich noch mein Video fertig für morgen, damit ich das hochladen kann. Und ja, ich bin mal wieder top organisiert. Ich lieb's, Leute. Ich habe gerade alles für mein Video fertig bekommen und hochgeladen. Legit, Leute, ich glaube, manche Menschen wären einfach überrascht, wie viel man schafft, wenn man einfach mal macht. Auch heute wieder. Bestes Beispiel, ich habe einfach gemacht. Ich bin fertig, ich habe das Video fertig. Es ist einfach großartig und wir haben 13.18 Uhr. Ich werde jetzt mich umziehen, mich final fertig machen, um dann gleich loszugehen. Ich überlege gerade, ob ich die Kamera mitnehme oder wieder mit dem Handy filme. Aber ich glaube, ich werde wieder mit dem Handy filmen, weil ich nehme halt nur diese kleine Tasche mit. Obwohl, das sollte eigentlich gehen. Ich muss das wirklich richtig gut organisieren, weil ich halt nicht nur zum Pole-Studio, sondern auch noch zu dem Konzert danach gehe. Aber zum Glück gibt es im Pole-Studio alles, was ich brauche. Das heißt, ich muss keine Wasserflasche mitnehmen. Das wird schon. Das wird schon. Meine lieben Leute, hier ist Clara aus dem Schnitt. Ich habe an diesem Sonntag einfach nicht mehr gefilmt. Schande über mich, wirklich. Aber ich habe eine kleine Storytime noch. Und zwar war ich ja beim Pole. Es gibt auch noch ein kleines Video von einem Trick, den ich gelernt habe. Das blende ich euch ein. Hier, habt das. Auf jeden Fall bin ich einfach fast abgestürzt, das erste Mal. Und wäre der Trainer nicht da gewesen, um mich zu spotten, um mich aufzufangen. Ich weiß nicht, was passiert wäre. Ich dachte in dem Moment auch kurz, ich sterbe jetzt. Aber wie ihr seht, lebe ich noch. Ja, ich war auf jeden Fall auf diesem Konzert. Und es war voll cool. Ich kannte den Artist gar nicht. Aber es hat voll Spaß gemacht. Der Freund, mit dem ich da war, hatte die Zeit seines Lebens, habe ich das Gefühl. Und deswegen war das ein sehr, sehr gelungener Tag, ein sehr, sehr gelungener Abend. Das war mein Wochenende. Ich bin immer nicht so gut da drin, zu filmen, wenn ich unterwegs bin. I'm so sorry. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir immer einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne was in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video, meine Lieben. Bye!